Anhalten zur Kontrolle. Seit Montag gelten neue Maßnahmen an allen deutschen Grenzen, so wie hier am Übergang Kehl zum benachbarten Frankreich. Während der EM und den darauf folgenden Olympischen Spielen hatte es hier bereits Sicherheitskontrollen gegeben. Nun liegt der Fokus auf Migrationsbewegungen. Wir machen hier sehr flexible und lagebildabhängige Kontrollen. Die sehen dann so aus, dass wir hier nicht die klassische Kontrollstelle aufbauen, nicht jedes Fahrzeug, nicht jede Person kontrollieren, sondern ganz zielgerichtet auf diese Verkehrsmittel, wo wir illegale Migration feststellen. Und wir wollen dadurch auch die Beeinträchtigung für Pendler und den Warenverkehr so gering wie möglich halten. Aus Nachbarländern wie Polen oder Österreich kam Kritik am neuen Migrationskurs der Bundesregierung. Die Staaten fürchten einen höheren Druck in ihren eigenen Ländern, wenn Deutschland mehr Flüchtlinge zurückweist. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei einem Besuch in Usbekistan am Sonntag, die EU-Partner hätten Verständnis für einen härteren Kurs der Bundesregierung. Alle wissen, dass wir uns im Rahmen des europäischen Rechts bewegen, aber da unsere Möglichkeiten maximal ausnutzen. Das ist auch notwendig. Alle verstehen, dass die Zahl derjenigen, die nach Deutschland irregulär kommen, zu groß ist. Die neuen Grenzkontrollen gelten zunächst für ein halbes Jahr. Die an den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz bereits seit längerem bestehenden Kontrollen ändern sich nicht. Die Ampelkoalition hatte die Ausweitung beschlossen, nachdem Islamisten in den vergangenen Wochen tödliche Messerangriffe verübt hatten. Die Union fordert weitergehende Schritte von der Ampelregierung und will die komplette Zurückweisung von Flüchtlingen, die in anderen europäischen Staaten Schutz hätten beantragen müssen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will dagegen in grenznahen Auffangeinrichtungen zunächst prüfen, welche Länder für die Asylanträge zuständig sind und Betroffene erst dann dorthin ausweisen.